Servus und hallo, die Tage werden kälter und was gibt es da Besseres als heiße Eintöpfe und Suppen? Die wird es jetzt regelmäßig auf meinem Kanal, die Frauengrill, geben und wir starten mit einer leckeren Gyrosuppe. Ich bin eure Anja und ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Gyros-Suppenrezepte gibt es viele. Ich habe die Gyrosuppe ein bisschen nach meinem Geschmack abgewandelt. Der Kameramann wird auch noch seinen Senf dazugeben, beziehungsweise hat er schon, aber dazu später mehr. Wir werfen einen Blick über die Zutaten. Ihr seht hier Schnitzel in ganz feine Streifen geschnitten und mit einer Gyros-Gewürzmischung versehen, dazu später mehr. Dann habe ich hier reines Rinderhackfleisch, Paprika. Kameramann, machen wir hier weiter mit Gemüsebrühe, ordentliche Menge, 1,5 Liter. Ihr findet die Mengenangaben unterhalb des Videos in der Infobox, ein Link führt euch zum Rezept. Paprika habe ich schon erwähnt, dann Zwiebeln, Schmelzkäse, etwas Speiseöl zum Anbraten. Ich habe hier noch Sahne, Peperoni, stückige Tomaten, etwas Mehl und dann hier fein gehackten Knoblauch, nochmal was von der Gyros-Gewürzmischung, schwarze Oliven und Schafskäse oder Feta, was ihr lieber mögt. Ihr könnt da die eine oder andere Zutat weglassen oder noch weitere Zutaten dazugeben. Und jetzt lasst uns starten, ich werde mal den Dutch Oven anheizen. So, das geht hier schnell. Schön. Was hast du eigentlich gesagt, dass ich hier irgendwie meinen Senf dazugeben muss oder gegeben habe? Ja, du wolltest noch Peperoni und Oliven drin haben. Da bin ich ein bisschen vorsichtig. Zum einen sind Peperoni scharf und das soll ja auch ein Familienessen sein oder so ein Partygericht. Und Da können die Leute milde hernehmen. Die Geschmäcker sind verschieden, aber ich habe noch zum Schluss einen Tipp, wie man das trotzdem alles zusammenbringen kann, damit jeder was davon hat. Ja? Vielleicht kann man sich es schon denken. Gell? Und ja, ich habe die Leute, die es nicht scharf wollen, die kriegen Wasser und Brot. Nein, natürlich nicht. So, jetzt passt auf. Ich heize jetzt den Dutch Oven ordentlich vor. Ihr könnt es natürlich auch in der Küche am Herd machen, wie so viele meiner Rezepte. Und gieße jetzt ein bisschen Sonnenblumenöl, Rapsöl oder ihr könnt auch mit Butterschmalz arbeiten hinein. So, und lasst es ein bisschen erhitzen. Die Hälfte nur, ja. Wir brauchen später noch mehr. Gut, sieht schon schlieren und da drin brate ich jetzt meine Gyrosstreifen an, die ich vorher ein bisschen mit der Gewürzmischung so versehen habe. Habe ich ein bisschen reingeknetet. Oh, da müssen wir noch mal zurück. Aber man hört schon was. Na, ist man hört schon was. Zu wenig. Ist da zu wenig? Mhm. Aber das, man sieht es ja. Ja gut, warten wir halt. Naja, aber jetzt scheppert es. Gut, so. Nochmal Kommando zurück, habt ihr es gesehen, wie ich da die wieder raushol, gell? So, weil das soll schon ein bisschen schärfer jetzt angebraten werden. Ich entscheide mich, das in zwei Schritten, in zwei Portionen dann zu machen, ja, damit da schöne Röstaromen rankommen. Aber bitte nur kurz, kurz und knackig, gell? Kameramann, die Gewürzmischung ist so lecker, gell? Es riecht einfach nach Gyros. Und die Gewürzmischung, die findet ihr zur schnellen Gyrospfanne. Schaut da rein und übernimmt das Rezept oder ihr habt eine eigene Gewürzmischung auf Lager. Ja, schreibst du denn nicht in das Rezept zu der Gyros-Suppe auch? Also da ich hätte jetzt da einfach nur eine Gyros-Gewürzmischung reingeschrieben, aber ich kann es natürlich auch reinschreiben. Ja, als Service. Als Service, okay, alles klar. Jetzt passt ab, ich mach kurz Platz. Ich gebe schon den nächsten Schwung hier an die Seite, damit ich einfach nicht so viele Schüsseln jetzt brauche und hole mir die Streifel schon mal raus. Ja? Kann man die schon probieren? Ja, da könntest du jetzt eigentlich schon eine Pita aufschneiden, Tzatziki vorbereiten und hier, ja, aber wir wollen ja Gyros-Suppe. So, mein Gott, duftet das gut. Brauchen wir jetzt nochmal Öl oder was? Kann man, genau, ich habe extra noch ein bisschen was vorbereitet. Ja. Ja, ein bisschen, gell? Aber trotzdem noch was übrig lassen, weil wir brauchen noch was davon. Sieht das nicht fantastisch aus? Ich hole auch die jetzt raus, damit die nicht zu trocken werden, gell? Da ist jetzt aber schöne Röstaromen. Ja, genau, da hat sich ein schöner Bodenbratensatz gebildet. Und hier rein gebe ich jetzt noch ein bisschen Öl.
Das legen wir beiseite, das kann er abkühlen. Ja, ihr könnt da einen Teller drüber legen. Hier nochmal Öl rein und darin brate ich jetzt das Rinderhack noch an. So, das Hackfleisch ist krümelig angebraten, Zeit die Zwiebeln dazu zu geben. Und die lasse ich jetzt auch ein bisschen rösten, ein bisschen angrünsten, einfach an Volumen verlieren. Die dürfen jetzt auch den schönen Bratensatz am Boden noch mit aufnehmen, mit lösen. So, im nächsten Schritt könnte man sich wieder ein Pita-Brot schnappen mit Tzatziki und Salat, Krautsalat zum Beispiel, und mit Hackfleisch und Zwiebeln mit dieser Gewürzmischung, das ist das Stichwort. Ich würze das Ganze nämlich jetzt erneut mit Gyros-Gewürz. So. Boah. Ja, wir haben Gyros-Suppe. Ein Traum, oder? Ein Traum, sage ich euch. Und da hinein gebe ich jetzt die Paprika. Die lassen wir auch ein bisschen weich dünsten. Ist schon ein flottes Süppchen. Ja? Zeit, den Knoblauch zuzugeben, eine ordentliche Menge. Ich habe hier 4 dicke Knoblauchzehen. Dünsten oder so? Keine Ahnung. So, schön unterrühren. Und spätestens jetzt möchte man sich hier doch reinlegen, gell? Kameramann. Bevor ich mit der Gemüsebrühe aufgieße, kommt noch ein bisschen Mehl ins Spiel, weil das gibt der Suppe ein bisschen mehr Struktur, einfach eine cremigere Konsistenz. Ja? So, unterrühren. Ich darf auch ein bisschen anrösten. Wenn ihr die Suppe hernach noch dickflüssiger mögt, gebt 2 bis 3 weitere Esslöffel Mehl hinein und gießt dann gleich mit der Gemüsebrühe auf. Die passierten Tomaten kommen jetzt noch rein. Stückige Tomaten. Das sind sogar teilweise ganze Tomaten. Ja, naja, stückig stand drauf auf der Dose. Ja, man hätte sie vielleicht noch ein bisschen kleiner schneiden. Da steht echt stückig drauf. Die sind aber ja, die hackt man aber dann noch ein bisschen klein, das geht schon. Und jetzt lassen wir das Ganze für circa so 5 bis 10 Minuten köcheln auf mittlerer Flamme, damit die Paprika ein bisschen weich werden. Ja, also je nachdem, wenn ihr es knackiger haben wollt, reichen wirklich 5 Minuten. Die sind ja eh schon fast weich gedünstet. Ich lege mal den Deckel auf. So. Das sollte reichen. Kameramann, du machst da noch ein bisschen Biss. Und wenn wir ein schönes Foto machen möchten, dann ist es auch schön, wenn die Paprika nicht so ausgelaugt daherkommen. Gell? Ja, und dann ist es fast schon soweit und ihr könnt die Suppe, die Gyros-Suppe servieren. Wir verfeinern jetzt, passt auf, mit Sahne. Rühren die unter. Und schmelzen den Schmelzkäse hinein. So, da habe ich mich jetzt einmal ordentlich vorbereitet und habe hier so eine Gummilippe, weil da bleibt mir dann immer was hängen. Das sieht doch gut aus, Kameramann, he? Was das sagst du da? Das schaut nicht schlecht aus, das schaut schwer aus. Jetzt pass auf, jetzt muss ich mal drehen, damit ich das schön ordentlich rausbringe, damit nichts verschwendet wird. Wann kommen jetzt eigentlich endlich meine Peperoni und Oliven rein? Warte, Kameramann, jetzt lass mich erst einmal vorher noch das Fleisch in die Suppe reinlegen. Ja? Und dann habt ihr die Grundlage dieser Gyros-Suppe. Das wird jetzt einfach nur noch erhitzt. Ja? Auch schön den Fleischsaft mit rein.
einfach nur noch erhitzen lassen, damit es eben nicht trocken wird. Und jetzt habt ihr mehrere Möglichkeiten. Peperoni und Oliven hättet ihr auch schon vor dem Aufgießen mit reingeben können, wenn ihr gewollt hättet. Ja. Wenn keine Scharfesser dabei sind, würde ich euch empfehlen, das dann so zu servieren. Und man kann sich Oliven und Peperoni dann noch drüber streuen über Süppchen. Außerdem noch den Feta-Käse. Ja, aber Entschuldigung, was ist denn jetzt mit meinem Peperoni? Kann man bei uns dann Peperoni und Oliven bitte reintun? Möchtest du es ja, rein? Ja, Logo. Ja. Natürlich. So. Also, ab damit in den Topf, auch nochmal kurz erhitzen. Nach Gusto, ja, ein paar Scheiberl und auch hier die Oliven. Und entweder ihr streut den Käse einfach vorm Servieren oder gibt es auf den Tisch, an den Tisch, und dann kann da jeder selber was drüber streuen, oder ihr gebt den Schafskäse, den Feta-Käse hier noch hinein, bröselt ihn einfach rein. Frische Kräuter dazu, Petersilie. Kameramann, was fällt dir noch an frischen Kräutern ein, die man da noch drüber streuen könnte? Dann Pommes, Kroketten. Vielleicht einen frischen Koriander könnte ich mir auch noch vorstellen. Gell? Ich lasse noch ein bisschen was für uns übrig zum Servieren. Dann möchte ich mir den frisch drüber streuen. Ja, das ist einfach Geschmackssache. Gut, okay, die Suppe ist jetzt fertig und kann serviert werden. Wir werden jetzt probieren. Also ich werde probieren, Gas aus. Und hier die Regler ausschalten. Sieht es nicht fantastisch aus? Ha? Kameramann, was sagst du? Mir sind die Tomatenstücke zu groß. Ich verstehe nicht, warum die so groß sind. Ja, mei, das ist halt jetzt passiert. Ich habe extra die Dosen gekauft, stückige Tomaten. Ja, schau her, die zerfallen schon. Gell? Die kann man sich auch. Warte mal schnell. Ja, tatsächlich, stückige Tomaten. Aber stückige Tomaten, nur dass die Leute nicht meinen, ich mache mich da rausreden. Ja. Es steht stückige drauf, aber es sind ganze Klumpen drin. Ja, aber die sind so weich, die lassen sich dann hier noch mit einem Löffel zerteilen, oder man hätte sie vorher schneiden können. Das ist mir egal, ich mag jetzt nichts mehr. Ja, und ja, jetzt komm, Kameramann. Und ich wollte auch noch sagen, dass man die Peperoni sogar im Ganzen einlegen könnte. Das haben wir in unserem griechischen Hack-Eintopf so gemacht. Gell? Dann ist es halt ein bisschen schwieriger, wenn man isst, aber kann auch Spaß machen, gell? Wenn man sich da dann eine ganze Peperoni rausholt. Ja, ganz optimal ist es nicht. Ich weiß, was du vergessen hast. Ja, was? Da Salz und Pfeffer. Salz. Schauen wir jetzt erst einmal, ob wir uns brauchen. Ja, wir haben den Käse, ja. Wir haben die Peperoni, wir haben die Oliven und wir haben im Gyros-Gewürz auch Salz drin, gell? Also da kann man dann abschmecken. Es ist einfach ein Traum. Kein Salz, kein Pfeffer fehlt oder leichte Schärfe im Abgang. Also die wenigen Peperoni, die wir da reingelegt haben, das passt schon. Da kann ich damit leben. Ja. Wow, das ist eine super Partysuppe. Was ich mir noch vorstellen könnte, ist, dass man das Fleisch vielleicht noch ein bisschen teilt, ein bisschen kleiner schneidet. Aber das ist Geschmackssache. Mhm. Eine extrem leckere Suppe. Ich habe noch knackiges, saftiges Gemüse, dann das Fleisch, das ist super zart und auch noch saftig. Und es schmeckt richtig nach Gyros. Genießt Pita-Brot dazu oder ein Baguette, Kameramann. Was? Pommes, Kroketten. Krustenbraten. Lasst mich wissen, was ihr dazu servieren würdet. Und ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, gebt ihm einen Daumen nach oben und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Aktiviert die Glocke und abonniert auf jeden Fall den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt, und unterstützt mich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Eure Anja, macht's gut. Heißt es lecker und schön warm.